C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich hoffe, das geht so mit dem Licht. Ich weiß, es ist ein bisschen überbeleuchtet. Moment. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. So ist es nicht so hell, oder? Es tut mir leid, es ist urfrüh. Es ist 9.50 Uhr und ich muss ganz, ganz schnell Videos drehen, weil ihr habt euch das gewünscht. Eigentlich habe ich eine Fieberblase, die jetzt nicht mehr so monströs ist. Deswegen sitze ich ein bisschen weiter weg. Was wollte ich jetzt noch sagen? Aber eine ganz Liebe hat mir unter mein Video geschrieben, du wirst dich sicher angesprochen fühlen, wenn du die Videos siehst. Sie hat geschrieben, dass das menschlich ist und dass ich trotzdem Videos machen würde, beziehungsweise dass sie sich darüber freuen würde. Und weil sich ein Haul-Video gewünscht worden ist, mache ich den Haul zuerst. Weil ich gehe heute nur auf die Comic-Messe und das, was ich dort kaufe, interessiert euch meistens eh weniger. Wenn, zeige ich es euch in dem Video von mir aus, in dem anderen, was ich heute noch unbedingt drehen werde, wenn wir dort sind. Und ich fange auch gleich mal an. Weil es ist ganz schön viel, weil ich habe viele Klamotten wieder gekauft. Naja, viel. Ich habe ein paar Arbeitsklamotten wieder gekauft. Einmal eine Bluse in Schwarz. Die hätte ich jetzt eigentlich waschen können, weil ich habe Schwarz gerade eingeschalten. Ja, die habe ich mir gekauft. Ich hoffe, die hält, weil ich habe mir ja vor kurzem auch was gekauft für die Arbeit. Und das ist mir beides kaputt worden. Das mit der Masche da zum Zuknöpfen, das ist mir alles kaputt worden. Echt bescheuert. Dann habe ich noch so ein Oberteil. Das ist mit so ähnlich wie das, nur hat das dann noch unten so verkreuzt. Das habe ich auch in Schwarz. Das kann ich euch gleich zeigen. Moment. Ich habe es nämlich in Grün mir genommen. Und, das war's mit dem Sackerl auch wieder. Und zweimal habe ich es mir in Schwarz genommen. Einmal für privat und einmal für die Arbeit. So sieht das aus. Da kann ich euch auch ein Tragebild einblenden. Man sieht nämlich überhaupt nicht, wie das ausschaut, weil das schwarz ist. Finde ich voll cool. Mir hat das Material auch gefallen von dem. So wie das drauf. Da stehe ich ja auch total. Deswegen trage ich das jetzt privat und nicht mehr für die Arbeit, weil mir das so gut gefallen hat. Nur schwitze ich in dem so extrem. Weil es heute auch urwarm ist in meiner Wohnung. Aber ja. Fangen wir auch gleich mal mit den anderen Sachen an, die ich mir gekauft habe. Ich war ja mit einer lieben Freundin von mir. Für dich gegrüßt, wenn du das Video siehst. Wir waren shoppen, weil wir haben sich in der SN getroffen und waren halt ein bisschen unterwegs. Ich habe da diesen Ding im Gesicht. Seht ihr das? Echt blöd. So. Als allererstes habe ich die... Falsch rum. Habe ich diese Denk-mit... Nein, wieder falsch rum. So gehört. Passt schon. Diese Denk-mit-Tücher mir genommen, weil ich habe noch ein paar andere Klamotten, die ich unbedingt waschen will, weil ich die endlich tragen will. Und die haben aber so zwei Farben drauf auf dem Gewand und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir das mal, damit ich die waschen kann. So. Dann, ich zeige euch mal zuerst die Sachen, die ich gekauft habe, wo die Jenny dabei war, so heißt sie nämlich. Die Klamotten waren das und ich habe mir zweimal meine Bodenfeuchttücher von Denk mitgenommen. Die sind nämlich wirklich gut, weil manchmal pullert mein Hund auf meinen Fußboden und dafür sind die echt gut. Zumindest für mich. Dann habe ich die Antifalten-Augenpads mir nochmal genommen, weil ich ja nicht so oft zum DM komme und ich meine jetzt öfter benutze, die ich habe. Deshalb habe ich mir da noch ein Backup genommen. Dann habe ich mir die Duschlotion mitgenommen von Balea, weil ich die noch nicht hatte und ich habe dran gerochen wieder und habe mir gedacht, nehmen sie einfach mit, die bekomme ich eh so schnell leer. Also ist das nicht so schlimm jetzt. Dann habe ich mir den Pinsel genommen, weil den habe ich bei mir bei Müller nicht mehr erwischt, von Catrice, diesen Konturierpinsel, ihr könnt den eh sehen, der fliegt eh raus, den da, den habe ich mir genommen. Weil den gab es bei mir bei Müller nicht mehr, also habe ich mir ihn in der SCN mitgenommen, hier ist so warm, Leute. Dann habe ich mir den Duschschaum von Bilou genommen in Lovely Peach. Den habe ich überall gesucht. Ich habe den nirgendwo mehr gefunden, weil der geht aus dem Sortiment, habe ich gehört. Und ich war so happy, dass ich ihn noch erwischt habe. Weil den musste ich unbedingt haben. Den habe ich mir beim Bieber gekauft. Dort gab es auch nur noch zwei Stück. Also da hatte ich echt Glück. Auch noch beim Bieber, was ich mir ja jetzt schon länger nachkaufen wollte und ich dauernd vergessen habe, ist mein Lippenöl von Gosh. Endlich habe ich das, weil seitdem sind meine Lippen eine Katastrophe, seitdem ich das aufgebraucht habe. Beim DM habe ich mir auch noch zweimal diese kleinen Duschgels von Trickle Moon mitgenommen, weil ich den groß eben nicht kaufen wollte und ich brauche ja eh so viel Duschgel auf. Also ich wollte die nämlich unbedingt haben, wenigstens in klein. Es geht um das Wild Cherry Magic und das Marshmallow Heaven. So sehen die aus. Die wollte ich nämlich unbedingt mal probieren, weil beide finde ich so von der Verpackung her gut vom Duft. Ich habe aber jetzt schon öfter gehört, dass das Kirsche stinken soll.
Deswegen wollte ich die mal selber probieren. Bevor mir das noch wegfliegt, zeige ich euch das als nächstes. Es gibt ja jetzt auf Instagram ganz, ganz viele Videos, die mit solchen Silikondingern Make-up auftragen. Und die Jenny hat das beim Douglas, wir waren nämlich dort drinnen, sie hat das beim Douglas gefunden. Und dann haben wir Gott sei Dank noch ein zweites für mich gefunden und ich habe mir das dann auch gleich mitgenommen. Das war relativ teuer, das hat 5,95 gekostet, aber egal. Dann habe ich mir, also beziehungsweise hat die ganz, ganz liebe Douglas-Dame mir noch eine Probe von dem neuen Moschino-Duft gegeben. Ich bin dort halb ausgeflippt, weil ich mich so über die Probe gefreut habe, weil ich damit nicht gerechnet habe. Dann, da war auch noch die liebe Jenny dabei bei dem Einkauf, weil ich habe auch noch Sachen, wo sie nicht dabei war. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Sachen zuerst, wo sie dabei war. Und ich lasse das Sackerl gleich offen. Wir waren nämlich im Glas. Und da gibt es wieder diese 3 für 3 Aktion. Ihr wisst ja, ihr nehmt 3 und kriegt 3 gratis. Und ich war natürlich wieder bei den Masken, wie immer. Und habe aber auch Nose Straps gefunden diesmal, die ich mir genommen habe. 3 Stück. Und meine Very Berry Mood Mask. Dreimal gleich. So. Weil die mag ich echt gerne. Und wenn ich die Banane nicht ganz so finde, weil die und die Banane mag ich von Mutant de Chines, von denen ganzen, was ich da mal gekauft habe, ihr habt das ja eh alle mitverfolgt. Die mag ich bis jetzt am liebsten. Sparky? Ja. Dann waren wir noch beim DM und ich habe mir ganz viele DM-Masken gekauft, weil meine Cousine und ich haben vor kurzem miteinander geschrieben. Und mir ist aufgefallen, weil Balea ein Foto von den Masken postet hat, dass sie die Lavendelmaske nicht mehr haben. Und in der SCN gab es noch ganz viele, Gott sei Dank. 2 habe ich meiner Cousine schon auf die Seite gelegt, weil 2 habe ich für sie mitgenommen, weil sie gejammert hat, dass sie die auch nicht mehr als Backup hatte. Und ich habe jetzt nur noch 5. Ich werde aber nochmal in die SCN fahren und mir noch welche holen, solange es die noch gibt. Also wenn ich mal Zeit habe, weil jetzt nächste Woche bin ich wieder arbeiten, werde ich mir die auf jeden Fall nochmal holen. Dann habe ich mir 2-mal die Milch und Honig mitgenommen von Balea, weil ich die, ich habe die jetzt gar nicht so schön in die Kamera gehalten, sorry, Milch und Honig von Balea, ich bin ein bisschen im Zeitdruck jetzt gerade, die Milch und Honig von Balea, weil ich mir gedacht habe, die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und vor kurzem habe ich die Kirsche das erste Mal benutzt, die Kirsche weißer Tee und ich liebe die. Die erinnert mich an ein Süßigkeitenzeug, was ich immer als Kind so gern gegessen habe. Ich komme nicht drauf an was. Aber ich liebe die, ich habe mir viele genommen von denen. Und die werde ich mir bunkern, genauso wie die Melone. Weil Balea hat meiner Cousine zurückgeschrieben, dass die Kirsche und die Melone ist logisch, weil das steht ja auch drauf, aber bei der Kirsche steht nichts drauf, dass die limitiert ist. Und die haben zurückgeschrieben, dass die 2 Masken leider limitiert sind. Deswegen habe ich mir die gleich genommen. Und Masken habe ich sehr brav bis jetzt aufgebraucht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir wieder welche. Ja, weiter geht's. Das war's jetzt mit den Sachen, die ich mir gekauft habe, wo die Jenny dabei war. Jetzt kommen noch Sachen, die ich mir so dazwischen gekauft habe, wo ich mit dem Jan unterwegs war letzte Woche oder so dazwischen immer. Ich habe auch ein Geschenk bekommen. Ich zeige euch das gleich zuerst. Ich weiß gar nicht, warum das da dabei ist. Ich habe von Marbert, habe ich mir ja auch vor nicht so langer Zeit den Parfum und den Duschschaum gekauft. Und jetzt hat die Dame vom Außendienst mir ein Geschenk, weil ich gejammert habe, dass die den wieder rausgenommen haben aus dem Sortiment. Yay, jetzt habe ich 3. Einen in Verwendung und 2 Backups. Juhu! Wollte ich euch nur kurz mal zeigen. Weiter geht's mit Balea. Eigentlich bin ich ja sauer auf Balea. Ich weiß nicht, ich habe euch das einmal in irgendeinem Video, glaube ich, auch gesagt, weil die eben die Sachen immer auflassen, die ich mag. Und jedes Mal, wenn ich bei DM bin, schaue ich, ob es die Zuckerschnute ja noch gibt. Weil ich habe erst vor kurzem wieder eine aufgebraucht. Ein Deo habe ich noch und ich überlege, ob ich mir so kleinweise noch Deos nachkaufen soll und so. Ich meine, Duschgel habe ich noch ganz viele von Zuckerschnute, aber Deo habe ich, glaube ich, nur eines. Und ich glaube, ich werde mir das echt nochmal nachkaufen. Aber erstmal aufbrauchen. Weil jetzt habe ich ein Deo aufgebraucht und ein neues in Verwendung. Uninteressant, ich weiß. So. Shampoo, das habe ich mir vor noch nicht so langer Zeit gekauft. Das ist dieses neue, das Bahama Stream. Das Duschgel riecht auch geil. Und das andere Duschgel, dieses Jamaika, riecht auch gut. Boah, das riecht so richtig nach Sommer. Das werde ich mir auf jeden Fall noch aufheben. Weil das will ich unbedingt im Sommer verwenden, weil das riecht so gut. Und dann habe ich 2 Duschschäume von Balea mir gekauft. Eigentlich habe ich eh genug Duschschaum, aber ja. Es kommt übrigens noch mehr, aber wurscht. Einmal den Sweet Cake habe ich mir genommen. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen wegen der depperten Sonne. Und einmal den Vanilla Cream. Der sieht so aus. Ich habe auch noch den Kokos von Balea, habe den aber noch nicht verwendet.
Und weil ich ja noch nicht genug Duschschäume habe, habe ich mir gedacht, ich brauche natürlich noch mehr. Unnötig, aber wurscht. Ich habe mir den jetzt endlich gekauft. Das war nämlich der letzte bei mir beim Müller und ich habe mir gedacht, okay, du nimmst den, bevor er weg ist. Weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich wirklich geärgert. Oh, und der riecht so gut schon daraus. Den werde ich auf jeden Fall erst im Winter verwenden. Den werde ich mir noch eine Weile aufheben, weil das ist der einzige, den ich habe. Ich habe kein Backup oder so, ich habe nur den einen. Dann hat die Bibi ja zwei neue rausgebracht. Ich bin kein Fan von ihr. Ich mag nur irgendwie die Duschschäume. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich sollte ich sie ja nicht kaufen, weil sie ja damit... Egal. Aber viele kaufen sie, also bin ich nicht alleine. Der hat es mir echt andan. Das ist dieser Slashy Apple. Der ist ja extrem geil. Der ist ja mega geil vom Duft her. Da gibt es auch einen Pflegeschaum und da überlege ich schon seit längerem, ob ich mir den nicht auch kaufen soll. Aber ich benutze eh keine Bodylotion, also glaube ich, werde ich mir den eher nicht kaufen. Dann habe ich mir noch den Cotton Candy genommen. Und den Happy, wie heißt der? Nicht Happy, ich habe den letztes Mal falsch ausgesprochen. Happy Spring, glaube ich, heißt der neue. Den will ich auch noch unbedingt haben. Ja. Und ich habe jetzt gehört von meiner Freundin, von der Jenny, die mit mir unterwegs war, dass der Lovely Peach eben dafür rausgegangen ist. Gott sei Dank habe ich den jetzt noch erwischt. Und dass der Creamy Mandarin rausgegangen ist. Das war nämlich ihr Liebling. Finde ich echt doof. Dann habe ich mir beim DM noch so ein Spülmittel gekauft, was extrem flüssig ist, was ich jetzt erst sehe. Aber das ist das frühlingsfrische Spülbalsam Limited Edition. Und ich stehe auf diese Denk mit Limited Editions. Und das ist diesmal so groß, das hat mich so gewundert. Deswegen habe ich es gleich mitgenommen. Da war ich nämlich mit meiner Cousine unterwegs und wir standen an der Kasse. Und da habe ich es gesehen und habe es mal gleich mitgenommen, weil das nach Marzipan riecht. Ja, da gibt es eine kleine Story dazu. Das geht aus dem Sortiment beim Müller. Ich habe es jetzt noch beim DM gesehen. Sogar beim Bieber in klein und in groß. Das heißt, ich kann sie mir Gott sei Dank noch nachkaufen. Es geht um die Nivea in Duschlotion mit Honig. Also Honig und Milch, ich liebe die ja. Ich habe die jetzt aktuell auch wieder in Verwendung. Durch das, dass ich sie mir jetzt des Längeren nicht nachkaufen konnte, weil ich ja das von Isana so lang hatte, bereue ich das irgendwie. Also ich muss mir da unbedingt noch ein paar Backups besorgen. Eins habe ich nämlich jetzt in Verwendung und das andere, ja, ich werde mir dann noch eins kaufen, weil ich habe ja die Balea jetzt auch noch. Nochmal Masken. Da wird euch jetzt eh gleich der Schlag treffen. Eine habe ich meiner, zwei glaube ich, habe ich sogar meiner Mom geschenkt. Oh nein, die habe ich mir nochmal gekauft. Ist das mein Ernst? Wieso habe ich die nochmal? Ich habe die noch zum Verwenden. Keine Ahnung, wieso ich die nochmal genommen habe. Aber die Very Berry Mood Mask habe ich noch einmal. Ich habe ziemlich viel Geld wieder ausgegeben, wie ihr seht. Aber was soll's. Dann habe ich mir noch den Highlighter-Pinsel genommen von Ebelin, glaube ich heißt der. Ja. Den wollte ich nämlich unbedingt haben. Es gibt aber auch noch einen von Müller, den ich unbedingt haben will. Da muss ich mir aber jetzt noch überlegen, ob ich mir den jetzt noch kaufen soll oder nicht. Ich habe mir noch bei Müller eine Wonder Woman gekauft. Ich habe nämlich jetzt die Harley Quinn noch und habe mir die Wonder Woman auch genommen. Yay! Dann habe ich auch bei Müller, ich meine, ich habe jetzt genug No-Straps, ich muss jetzt endlich mal meine Backups aufbrauchen. Die gibt es nämlich ganz neu, ich kann die Marke nicht aussprechen. Ich habe die gesehen und ich fand die so interessant. Ich habe auch einen schon ausprobiert und war irgendwie nicht so begeistert davon. Aber ich werde sie jetzt noch weiter testen und euch dann im aufgebrauchten Video Bescheid sagen, wenn sie dann ganz leer sind. Dann habe ich mir zweimal meine Reinigungstücher gekauft. Nicht Biocamille, sondern Cadea Vera. Eins habe ich schon in Benutzung, das ist mein Backup. Die gehen nämlich so schnell bei mir leer, das ist nicht normal. Das schaut so aus. Dann war ich bei MAC. Ich habe mir nur einen drum gekauft, weil ich habe einen Gutschein gehabt. Und meiner Cousine habe ich den Nagellack spendiert. Sie gibt mir aber das Geld zurück, weil sie wollte ihn unbedingt haben. Das war der aus dieser Star Trek-Gelee. Dieser grüne mit Glitzer, den habe ich ja auch und benutze ihn nicht. Aber wurscht. Ich sollte wirklich Nagellack benutzen. Bei mir ist einer schon wieder kaputt gegangen, habe ich gesehen. Ich habe mir nur den Studio Finish Concealer gekauft in... NW15. Weil ich habe jetzt so einen Drang, meine ganzen Concealer aufzubrauchen. Und ich wollte unbedingt mir was von MAC kaufen. Das war voll dämlich. Meine Cousine und ich waren so lange beim Westbahnhof. Da hat schon die MAC-Verkäuferin zu mir angefangen. Ich muss jetzt nicht unbedingt zwanghaft was kaufen, weil der Gutschein hält eh länger. Da sind 50 Euro drauf gewesen auf dem Gutschein. Nur wollte ich irgendwie unbedingt mir was kaufen. Wie? Weiß ich nicht. Deswegen ist der Concealer geworden. Aber ich will jetzt mal meinen ganzen Concealer aufbrauchen, weil ich benutze jetzt ganz, ganz brav den Make-Up Factory fürs
so zum Highlighten. Und den von Estee Lauder, diesen Glitzer-Highlighter-Ding. Dafür glitzere ich im ganzen Gesicht, weil ich noch was anderes mische, aber wurscht. Dann waren meine Cousine und ich ja noch auf der Marie-Hilfer-Straße. Das war aber, wo ich frei gehabt habe, glaube ich. Ist schon ein bisschen länger her. Und wir waren, sind zuerst bei den Quand und so rumgerannt und dann später haben wir es gesehen, dass es da auch Pflege und so gibt. Und da muss natürlich die Shea hingehen. Und die Shea hat von Elisabeth Arden die Kapseln gefunden. Und ich bin halber durchgedreht und ich wollte eigentlich gestern auch hinfahren, aber das ging sich leider nicht aus. Deswegen will ich unbedingt nächste Woche, ich hoffe, dass da am Samstag wenigstens schön ist, deswegen will ich nächste Woche unbedingt nochmal hin. Wir sind dahin. Das sieht nämlich so aus. Ich habe das schon öfter aufgebraucht, ihr kennt das sicher. Da gibt es ja die großen Kapseln und jetzt gibt es sogar die kleinen Kapseln für die Augen und die habe ich noch nicht verwendet. Aber ich will die unbedingt benutzen, weil ich liebe die. Die sind wirklich gut und die haben die neu formuliert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon die neue Formulierung ist. Keine Ahnung. Aber die haben nur 24,95 oder 99 gekostet und deswegen musste ich die haben. Und ich reg mich so über mich selber auf, dass ich mir das Gesichtswasser von Elisabeth Arden nicht genommen habe. Da rege ich mich echt über mich selbst auf. Wie kann man nur so dämlich sein? Aber wurscht. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe nichts mehr außer Rechnungen. Ja, das war's. Der Korb ist hier schon wieder voll. Ich habe so viel wieder gekauft. Ich sag lieber nichts dazu. Da macht sich gleich die Strähne da selbstständig. Aber ihr wollt jetzt das Video sehen und ich habe jetzt noch ein bisschen was aufgehoben für mein Kaufverhalten-Video. Nicht viel, aber ein bisschen, weil das waren auch hauptsächlich Geschenke. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das notwendig war, was ich da gekauft habe. Eigentlich nicht, aber ein bisschen was muss man sich gönnen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!